Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Promoclips. Ja, unter Promoclips verstehen wir jeden visuellen oder sagen wir besser gesagt audiovisuellen Output, den ihr so liefern könnt. Und audiovisueller Output, eben also Videos von euch, sind mit das Beste, was ihr, ja, sagen wir mal, unter die Leute bringen könnt, denn der Entertainment-Faktor ist hier sehr hoch. Ihr haltet die Leute ja lang an der Stange und ihr könnt hier vor allem sehr gut ja, rüberbringen, zeigen, wer ihr seid, was ihr könnt und so weiter. Deswegen auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, die ihr aus marketingtechnischer Sicht benutzen solltet. Videos sind in erster Linie entweder eine Referenz für eure Veranstalter, eben Social Proof wieder, und auch Entertainment für eure Fans. Das heißt eben, ihr könnt den Leuten zeigen, was waren am Wochenende für Gigs eben, wo habt ihr gespielt, war es eben eine geile Veranstaltung, könnt das Ganze noch mit cooler Musik untermalen, dann sind die Leute, die euch auf Social Media zum Beispiel folgen, auf jeden Fall mal gut unterhalten, haben tolle Einblicke bekommen, hören mal wieder was von euch und auch potenzielle Auftraggeber, die das sehen, können auch eben mal schauen, okay, du hast schon so und so große Veranstaltungen bespielt, das Ganze ist so und so gut gelaufen, sieht geil aus, also den hole ich mir doch vielleicht auch mal ins Haus. Wichtig ist, dass du hier dann klar eine professionelle Bildqualität an den Tag legst und auch der Schnitt, ganz logisch, also dir nützt das beste Ausgangsmaterial nichts, wenn dann nur Quatsch zusammengeschnitten wird. Du kannst dir klar einen externen Profi an die Seite holen, der das Ganze für dich übernimmt. Denn Bilder von sich selbst machen schafft man vielleicht noch irgendwie, aber sich selbst zu filmen beim Auftritt wird auf jeden Fall schwer. Oder eben wenn du es machst, werden die Aufnahmen mit Sicherheit nicht so gut, wie wenn dich jemand externes filmt. Klar, du kannst auch jemanden externes filmen lassen, der kein absoluter Profi ist. Das ist immer noch besser, als wenn du es selbst machst. Aber der Königsweg ist auf jeden Fall, dass du am besten dann die Person, die dich filmt, vielleicht anteilig an deiner Gage beteiligst oder eben anders auszahlst. Aber auf jeden Fall, das ist eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnen wird. Wenn du dann ein cooles Video hast, dann solltest du auch schauen, dass du hier noch deine Social-Media-Kanäle zum Beispiel einbindest oder auch Kontaktdaten oder sowas wie dein Logo und dein DJ-Namen, dass eben Leute, die dich auch noch nicht kennen, weil das Video hoffentlich große Verbreitung findet, dann auch wissen, wer du bist und wo sie dich finden können. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Entweder du hast es vielleicht dauerhaft in einem kleinen News-Ticker unten am Video oder du hast es gegen Ende des Videos, vielleicht auch sogar am Anfang und am Ende. Das musst du einfach mal schauen. Und wichtig ist halt, dass du das überhaupt einbindest. Wenn du das Video teilen möchtest, dann kannst du das ja entweder direkt zum Beispiel auf Social Media Plattformen hochladen. Das ist ja mit einer der einfachsten Varianten. Oder du hostest das ganze Video auf einem Videoportal und bindest dann den Link ein. Klar, zum Beispiel bei YouTube gibt es gute Möglichkeiten, dann mit dem Link das Video einzubinden. Aber bei Instagram geht es zum Beispiel schon mal nicht. Deswegen wird dir hier nichts anderes übrig bleiben, als das Video direkt dort hochzuladen. Und dann musst du natürlich auch vorsichtig sein mit Copyright-Problemen. Gerade wenn du zum Beispiel, ja, sagen wir mal, ein Representer-Video hast, also es einfach nur unkommentiert darum geht, dass du bei einem Auftritt gefilmt wirst und den visuellen Output dann mit einem Track, der dir nicht gehört, untermalst, dann klar, wenn du hier dann auch einen Track verwendest, den du aus Urheberrechtsgründen nicht verwenden darfst, kann das Probleme geben. Du kannst mal schauen, ob du alternativ urheberrechtsfreie Musik bekommst oder du fragst vielleicht einen Kollegen, der selbst produziert, dass du seinen Track benutzen kannst oder vielleicht bist du selbst aktiv, noch besser, dann brauchst du dir keine Gedanken drum zu machen. Aber zum Beispiel auch, wenn du ja das Video direkt auf den Plattformen hochlädst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hier Probleme bekommst, geringer, denn wenn einmal dein YouTube-Video gesperrt ist, dann ist es ja auf keiner Plattform mehr erreichbar. Wenn zum Beispiel dein Video auf Facebook gesperrt wird, dann ist es trotzdem immer noch auf Instagram oder deiner Website beispielsweise. Entweder du hast eben zwei Möglichkeiten. Du machst dieses, ich habe es jetzt mal Representer-Video genannt, also eine kurze, knackige Impression von Auftritten, von der Natur, was du sonst eben alles so machst, was filmenswert ist.
Das Ganze ist dann unkommentiert und das Ganze ist auch insofern gut, dass die Aufmerksamkeitsspanne im Netz ja sehr gering ist, wo dein Video auch wahrscheinlich nur die einzige Verbreitung finden wird. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass du irgendwo einen Fernseher stehen hast, wo das Ganze noch öffentlich läuft oder es auf einer Werbeplattform auf einem Parkplatz bespielt wird. Deswegen eben hier die ausschließliche Netzvariante und da sind kurze, knackige Videos immer gut. Außerdem eben die zweite Variante ist, dass du ein längeres Video machst. Das heißt, du zeigst zum Beispiel Skills, also entweder einfach so, um die Leute zu unterhalten, oder du nutzt es zum Beispiel als Lehrinhalt. Außerdem kannst du besondere Gadgets zeigen, also eben besondere Skills eben auch wieder, die du hast und besondere Geräte, die du verwendest und wie du sie verwendest. Dann andere Besonderheiten deines Stils, die du einbinden kannst, eben wenn du spezielle Markenzeichen hast oder eben die Leute auch auf eine spezielle Art und Weise unterhalten möchtest. Außerdem kannst du einen Vlog zum Beispiel machen von deinem Alltag oder auch von einem Gig, wie du zum Gig hinfährst, dann vom Gig an sich und dann später noch danach vielleicht ein paar Einblicke. Und vorhin schon kurz angesprochen, ein Lehrvideo kannst du zum Beispiel machen, wenn du die Skills nicht einfach nur zu Unterhaltungszwecken nutzen möchtest, sondern eben auch den Leuten zeigen möchtest, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Das sind eben nur ein paar Ideen, ein paar Vorschläge. Es ist ja vollkommen egal, was du draus machst. Wichtig ist ja aber wie immer, dass du den Leuten Mehrwert bietest, dass du die Leute gut unterhältst und dass dein Output einfach qualitativ hochwertig ist. Vom optischen her, vom akustischen her, von den Inhalten her. Deswegen schau einfach, dass das Ganze stimmig ist und eben Videos sind sehr, sehr gut, weil sie eine hohe organische Reichweite haben, weil sie die Leute sehr gut unterhalten, weil man sehr gut Emotionen rüberbringen kann, weil man die Leute so gut an sich bindet und deswegen solltest du eben Promo-Clips auf jeden Fall nicht vernachlässigen und sobald du es dir leisten kannst, schau auf jeden Fall, dass dich irgendjemand bei deinen Gigs filmt, denn das sind mit die besten Aufnahmen, die du haben kannst, genau eben wie Bilder von deinen Gigs. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.